Ich hasse dich. Das ist dein scheiß Problem. Oh, Lydia, ich glaube, du hast da was verloren. Es ist wieder diese Zeit im Monat. Wie? Ja. Nee, ich habe ein Bein. Ach, leck mich doch am Arsch. So, willkommen zurück. Ich war doof, ich war nicht doof, weil ich war blind. Aber ich finde das auch sehr gemein. Ich erinnert euch, ich habe hier nach einem Speer gesucht. Tja, vielleicht nehmen wir den. Wie soll ich denn darauf kommen? Und ich habe jetzt nur ein Video bis zu dieser Stelle gespult und danach ging das Video von dem anderen YouTuber noch eine Stunde 15. Einkaufsliste. Sack 5 Stück, Klebeband 20 Stück, Chloroform 5 Flaschen, Schnur 40 Meter, große Kartons 10 Stück. Das klingt nicht so gut. Diese Affen finde ich auch echt ekelhaft. Oh nee. Oh nee, oh nee. Oh, eine Kerze. Oh mein Gott, eine Kerze. Den kenne ich auch aus irgendeinem Spiel. Eins. Das ist das Ding, was ich anploppen konnte. Eins. Nee, ist es nicht. Warte. Ist es doch? Mit dem Bilderrahmen drüber. Das ist das auch. Zwei? Zweimal? Endliche Zeichnung. Okay. Hallo? Neuer Gegenstand, Sack. Ja. Aber auch hier. Also ich habe nur geguckt, wie es weitergeht. Nicht, ob hier dieser blöde Schraubenzieher drin ist. Okay, dann gehen wir jetzt unten zu dem Kopf. Der linke Hand ist gerade eingeschlagen. Was soll denn das? Du? Gab's noch ein? Ach, ich habe jetzt eine Kerze. Ich hatte eine Kerze. Ja, noch mal gucken hier. So. Da ist dieses Bild drüber. Da ist was anderes drüber. Mal hier hoch, bitte. Das ist damit die Seite gemeint. Das steht in einer Ecke. Erst den, dann den anderen. Er steht in einer Ecke. Auch in einer Ecke. Aber hier ist die Wand links, hier ist die Wand rechts. Okay. Oder geht das auf mit der Kerze? Nein, nicht. Nein. Ich will das nicht sehen. Du Kackkind. Okay. Dafür ist der Sack da. Okay. Hahaha. Ha, ha. Willkommen. Da ist der andere. Guck mal. Bestimmt eine begrenzte Zeit, ne?
What is happening? Oh, ich dachte gerade, hier wird was passieren. Das war aber die Klospülung von unten, die ich gerade gehört habe. Doch, das Ticken her. Paddel? Nein. Kein Gang irgendwie? Irgendwas? Nee. Aber irgendwas ist ja aufgegangen. Hier unten etwas aufgegangen. Kann ich euch anmachen? Nein. Okay. Ich hasse dich. Und was ist dein scheiß Problem? Achso, das ist aufgegangen. Okay. Irgendwer hatte doch auch so ein Ding aufgemalt, oder? Ein Schlüssel. Schlüssel zum ersten Stück. Was? Was ist los? Kerze? Ist hier eine Versammlung? Oh? Why are you leaving so soon? I mean, you can go, but I already miss you so much. Ich möchte weg. Please, come. I have 7 cute fluffy kittens down here. Oh, wenn du Katzen da unten hast, ja. It will be so much fun. Ja, ja, klar. Nee, lass mal. Können wir jetzt zurückgehen? Nein. Okay. Puh, ha. Das war knapp. Kerze. Einer von euch pustet, ne? Maybe you'll play with someone else. Nee. Der kann pusten. Der da. Was hat denn der da im Mund? Haben die das immer im Mund? Oh. Mach mal erst hier auf. Okay. Der pustet noch da. Kann der so weit pusten? Nein, kann er nicht. Sehr gut. Ich muss ja noch nicht dahin gehen, ne? Immer noch beunruhigend, dass wir ein Kind sind. Der auch noch diese Zettel liest. Herr Franklin, ich habe Ihre Anzeige in der lokalen Zeitung bemerkt. Ich habe eine Sonderkommission mit Unterrichtserfahrung für. Ich habe eine Sonderkommission mit Unterrichtserfahrung für jemanden haben. Okay. Ich werde Ihnen die Details faxen. Oh, faxen, ne? Weiß noch, als ich klein war, hat andauernd jemand versucht, durch nachts
meinen Eltern aufs Festnetz etwas zu faxen. Weiß noch jemand, was da passiert? Dann klingelt es wie doof, und wenn du dran gehst, dann hörst du ätzende Geräusche. Wenn du nicht dran gehst, der Anrufbeantworter dran geht, dann hört er die ätzenden Geräusche, bis er voll ist. Die ganze Nacht. Bis man einfach irgendwann das Telefon nachts ausschöpselt. Na gut, dann muss ich halt wohl dahin. Aber nicht zu nah ran. Okay. Was? Die gezuckt? Ist ja keine Ahnung, Puster. Bist du Timmy oder was? Hi. Bist du etwas? Ein Puzzleteil fehlt. Du bist doch eine Puppe, oder? Abgeschlossen. Ich glaube, Timmy hat kein Gesicht. Timmy hat auch eine Kerze. Oh, dear David. Lydia is in this weird age when she finds boys gross. You know what I mean? Also. Let me tell you the secret. It's the dead boys that you find the most repelling. Mm-hmm. Oh, yeah. Okay, das war nicht Timmy, das war Lydia. Ist hier mal drin. Das wäre auch gut. Nope. Nope. Das ist Lydias Tagebuch. Ah. Ich gehe mal am Anfang. Vielleicht hilft das. So, alle Seiten wurden herausgerissen. Es ist nur noch eine einzige da, Gott sei Dank. 4. Mai 2013. 2013 ist doch gar nicht so. Okay, ist schon ein bisschen her, aber nein. Wenigstens kein Anno 1900 irgendwas. Liebes Tagebuch, meine letzte Geburtstagsfeier hatte ich vor 4 Jahren. Papa hat wohl aufgehört, sie zu mögen. 5. Juni 2013. Liebes Tagebuch, Mama ist verschwunden. Papa sagt, dass sie das Haus verlassen hat und nicht mehr zurückgekommen ist. Er hat mir verboten, in die 2. Etage zu gehen. Ich weiß nicht, wieso. Naja, ich weiß, wieso. 12. September. Ich bin heute müde, liebes Tagebuch. Mama ist immer noch nicht wieder zurück. Papa sagt, dass etwas mit meinem Gesicht nicht in Ordnung ist und er mir helfen muss. 6. November. An diesem Tag will Papa mich operieren lassen. Nein. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Gibt dir immer noch was oder wieder? Oder? Okay. Brief eines Freundes an Lydia. Hey Lydia, ich mag dich sehr. Du bist nett und siehst gut aus. Gehst du mit mir ins Kino? Ja, ich glaube, ohne Gesicht sagt er das nicht mehr. Ist das immer noch vor der Entführung? Ist das immer noch, wenn ich es mir nicht verlesen habe? Unser Traum. Lydia, was soll das? Oh, Lydia, ich glaube, du hast da was verloren. Es ist wieder diese Zeit im Monat. Hätte jetzt auch hier anfangen oder enden müssen, dann hätte die Aussage noch mehr gepasst. Lydia, ich kann dir helfen. I, seht ihr da? Bleh. Bleh. Oh, hier sind Buntstifte.
ein Tape und ein Schlüssel. Dann hören wir doch mal das Tape. Ich habe Band Nummer 2 verpasst. It's Andy. Lydia. The girl I tried to rescue, she's alive, but she's not herself anymore. I've never seen something like this before. This poor girl. I think she doesn't see. When she turned her head in my direction, she didn't react. Listen, I've left the key next to the tape. With the screwdriver, you can open the vent. You can escape through it. The vent is behind the mannequin with a blue hand. Ich habe nicht zugehört. Good luck. Zumindest. Ich habe nicht zugehört. Es tut mir leid. Wo ist der Schraubenzieher? Ich gehe erstmal. Was soll ich nochmal hören? Ich habe am Schluss kurz. Bin ich gedanklich. Okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Jetzt abgeschwiffen. Zettel. Brief von Anthony an Anna. Anna war die Frau von Franklin. Also, ich glaube, das ist Kaffee Nummer 4. Ich kann mir viel besser die Sachen heute merken. Und das, obwohl ich, das ist mein zweites Spiel heute. Liebe Anna, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich mit mir unter vier Augen treffen könnten. Was halten Sie von einem Abendessen? Wenn Sie damit einverstanden sind, rufen Sie mich bitte an. 734, ist das wichtig, diese Zahl? 734-7864. Vielen Grüße, Anthony. Oh. Ist die Frau fremdgegangen und strengt denn dann... Ich will nicht mit dir kommen. Was? Nee. Alter. Wo muss ich hin? Jetzt kann ich das Band nicht nochmal hören, oder? Anna, lass mir in Ruhe. Nicht Anna, Lydia. Ach, die verraten mich? Ja, schön für dich. Oh, Gott. Ich muss das Band nochmal hören, das tut mir leid. Die Öffnung findet sich hinter der Puppe mit dem blauen. Nee. Ob sie mich so jetzt nicht hört? Ja, schön für dich. Weil sie kann mich ja nicht sehen. Hat sie das gehört? Nee, lass mal. Wo bist du denn? Ach, halt die Klappe. Nee, tust du nicht. Schlüssel, aber wofür? Nee. Du verrätst mich nur. War sie gerade da? Schön für dich.
will aber nicht mit dir spielen. Bist du denn? Oh Gott. Wo siehst du mich denn? Okay. Du machst sogar auch Geräusche? Abgeschlossen. Nee, lass mal. Ich bin gerade konzentriert. Es tut mir leid, wenn ich nichts sage. Oh. Wieder zumachen. Nee. Bist du denn gelatscht? Ah nee, du verrätst mich. So. Hä? Geht's hier nur im Kreis? Hier geht's nur im Kreis. Hat er gesagt, hinter der Puppe? Geh noch mal hier rein. Hier war ein Schlüssel. So, was macht ihr hier? Kerze irgendwie in den Hintern stecken oder so? Bin gar nicht hier. Gas. Komm, ich jag uns alle in die Luft mit dieser Kerze. Also ich habe ja auch dieses Kunstblut und diese Maske. Könnte ich das irgendwie irgendwann mal gebrauchen? Ich habe ein Bein gefunden, natürlich. Ein Diplom. For the winner falls me food competition. For talking first place in Kürbissuppe. Er hat ein Diplom in Kürbissuppe. Okay. Ich habe ein Bein. Entschuldigung. Erinnerung an die Unterrichtsstunde. Zusätzliche Stunde mit einer Gruppe von Schülern um 17:30 im zweiten Stock. Vergiss es nicht. Thema Wasserumgebung, Bücher vorbereiten. Soll das hier eine Schule gewesen sein? Das ist doch eine Schule gewesen. Okay, ich kann hier nicht so. Dann war das hier umsonst. Scheiße. Ich habe vergessen, wo die nächsten Kerzen sind. Ja. Nein, ich hab's gehört.
Scheißaffe, wehe, du machst was. Was für eine Puppe und Ventilator hat er doch irgendwie erzählt. Das mitnehmen? Nee. Mir hier einen Schlüssel gegeben. Ich muss, es tut mir leid, ich muss den Kram nochmal hören. Der Puppe mit der blauen Hand. Ah, ich habe eine Katze vor der Tür. So, schau mal. So, Katze wollte gar nicht rein. Wollte nur Aufmerksamkeit. Hinter der Puppe mit der blauen Hand. I'm coming for you. Return to sleep. I'm coming for you. Nene. Tschüss. Aber ich habe keinen Schraubzieher. Ach, leck's mir doch am Arsch. Haben wir hier irgendwo noch mal bitte Kerzen? So, in deinem Zimmer waren wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Ist auch kein Schreibtisch mit Dings gewesen. Ihr seht ja gar nichts. Ich habe ja so ein bisschen heller geschrieben. Gut, ich sehe jetzt auch nicht so viel mehr. Ich sehe den Affen, der jetzt mir ja die Tour versauen wird. Gut, wenigstens bin ich bei der Kerze. Also, wir suchen eine Puppe mit blauer Hand. Auch wenn wir keinen Schraubenzieher haben. Und wir dürfen nicht rennen. Ihr habt ja auch keine blauen Hände, ne? Graue Hände. Ihr habt graue Hände. Dark and deep, I give you to when I sleep. Ich will zumindest schon mal die richtige Puppe finden. Seid ihr damit gemeint? Ich muss mich hier schon wieder durchschlängeln. Nein, du kommst nicht. Du kommst nicht mehr nach. Eine Puppe. Ich sehe nichts. Hier ist ja auch eine Kerze. Okay. Die hat keine andere blaue Hand. Vielleicht kommt doch der Punkt, wo ich mich wieder vertue. Da, der da hat einen. Kein.
einer hat hier eine blaue Hand. Ja. Aber guck mal, ich habe doch den Schlüssel hierfür gekriegt gehabt. Was ist hier eigentlich? Es wäre jetzt auch toll gewesen, wenn ich hätte das Klavier drücken können. Bin ich in der zweiten Etage eigentlich, also im Second Floor hier? Dafür hast du mir doch hier den Schlüssel gegeben. Ich stand vorhin vor deinem Schrank und du hast nichts gemacht. Ja, Okkultismus, ja, kein Wunder. Ah, du nervst. Was muss ich tun? Bist du bestimmt noch hier, ne? Hier sind Stifte. Geh wieder auf. Was war denn hier drin? Nix. Scheißaffe. Was liegt da? Ist da noch was? Ah, verrat mich doch nicht. Der Schlüssel zur Toilette. Oh mein Gott. Nee. Ich hab den Schlüssel noch. Scheiße, Drecksaffe. Hallo. Läufst du an mir vorbei? Da ist aber ein süßes Zöpfchen da, oder was ist das? Wie war's denn im Kino? Warum auch immer. Kindliche Zeichnung. Dass ich auch einfach. Nee. Dass ich auch einfach nicht mal die Sachen hinter mir zumachen kann. Irgendwas im Klo? Ein Teil des Puzzles. Was ist denn mit euch hier? Dark and Deep. Wo sitzt der komische Kerl nochmal? Hier vorne, glaube ich. Nee. Nee, lass mal. Muss ich hier durch? Lass mich in Ruhe. Here in the forest, dark and deep, I offer you eternal sleep. I'm coming for you. Ich brauche kein eternal sleep. Ich schlafe so ganz gut.
Wo sitzt die blöde Puppe? Nicht mehr auf dem Boden. Ein freundliches Kind hilft, das fehlende Puzzleteil zu finden. Ja, und was hat mir das jetzt gebracht? Oh, eine Tür. La, la, la.